Sali und grüezi miteinander. Leute, die vernaschte Weltbox ist angekommen. Etwas leviert, aber es sieht nicht aus, dass der Inhalt darin gelitten hätte. Ja, und wir schauen wieder mal gemeinsam rein. Also. Oh. Oh, cool. Guatemala. Das finde ich jetzt ganz genial. Okay. Das ist irgendwie für mich jetzt gar nicht klassisch. Hätte ich noch nie an das Land gedacht, wenn ich an Essen oder Süßigkeiten denke. Hallo, holla, Naschkatzen. Unsere Reise durch die Länder der Welt geht weiter. Die Mission, die leckersten Snacks zu finden, ist geglückt. Diesmal befinden wir uns in Südamerika, genauer gesagt in Guatemala. Im früheren Reich der Maya. Nicht nur kulturell gibt es viel zu entdecken, sondern auch in Sachen Naschereien haben wir nur das Beste für euch zusammengestellt. Von süß bis salzig ist alles mit dabei. Cool. Ich muss kurz das Heftchen durchgehen. Leute, das Licht ist gerade sensationell. Wartet mal, ich versuche da noch was zu tun, ne? Ein bisschen. Doch, hat etwas geholfen. So, jetzt weiter geht es. So, Fun Facts. Neben der offiziellen Sprache Spanisch werden unglaublich 21 weitere Sprachen in Guatemala gesprochen. Wow. Yolanda Fernandez de Cofino, eine der ersten McDonald's-Restaurantbetreiberinnen des Landes, entwickelte das Menü Ronald. Heutzutage kennt man es als Happy Meal. Okay, auch sehr spannend. Hier hängt mir ein Haar. Naja. Das Wort Schokolade kommt vom Maya-Wort Xocoatia. Keine Ahnung. Übersetzt bedeutet das bitteres Wasser, das damals als kaltes Getränk serviert wurde. Das finde ich auch ganz spannend. Oh, und in Guatemala bekommen Neugeborene ein Armband um die rechte Hand. Diese Tradition soll als Schutz vor bösen Menschen dienen. Ach süß. Also wir schauen rein, Leute. Ich nehme jetzt einfach mal das Oberste. Und das Oberste sind etwas verdrückte Chips, ne? Rancho Le Coyotes. Oh, mit Jalapeno. Was erzählen Sie? Knapper Spaß aus Guatemala. Knusprige Kartoffelchips mit Käse und Chili-Note. Mmh. Hat es nochmal solche wie Chips darin? Oh, und da hat es was für meinen Partner darin, der wird sich freuen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir suchen diese Chips, ne? Ihr wisst ja, ich reiße nicht alles auf, weil ich das echt schade fände, aber so zwei, drei Produkte testen wir gemeinsam. Und ich möchte jetzt hier versuchen. Es riecht nach Käse und irgendwie süßlich, wenn ich mit der Nase dran bin. Es ist ja Käse und Chili. Sie kommen so geraffelt daher. Also ich merke jetzt nicht Scharfes oder so gerade. Sie sind okay. Wären aber nicht meine Lieblinge, glaube ich. Aber ich bin mit Chips. Hm? Aber sie sind gut. Die anderen quasi Chips, das wären diese gewesen. Die Cheez-Its. Salgadino Asado de Cuello. Kann so tun, hä? Als würde ich sprechen können. Und das sind irgendwie so Cheddar Crackers, also Käsecracker. Da schreiben sie auch eher Snack-It, knusprige Cracker mit Cheddar oder Parmesan-Geschmack. Und ich habe Cheddar erwischt. Die lasse ich jetzt, wie gesagt, noch zu. Und wir reisen weiter. Okay. Entschuldigung, ich muss es euch ja auch zeigen, ne?
Also erstens mal ist es speziell verpackt, finde ich. Und das sind so, kennt ihr diese Schnürsenkel, die man essen kann? Und das hat es mich jetzt erinnert. Aber sie sagen denen Salsaghetti, Swinkles. Ich glaube, das ist mit Wassermelone. Ich lese mal, ne? Scharf, süß und sauer in einem. Wassermelonenschnüre besprenkelt mit sauren und würzigen Streuseln. Eine Geschmacksexplosion. Ja, Leute, logisch versuchen wir das. Es hat noch andere Gummibärchen darin. Ich zeige sie euch nachher, aber die versuchen wir. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Süß, sauer, scharf. So irgendwie, hä? Was ist das da drunter? Ich zeig's euch mal. Hier hat es noch so wie ein Süßchen dazu. Macht man das einfach darüber? Komm nicht raus! Ja, das ist wie flüssig. Leute, ich lasse das jetzt mal noch zu, denn ich werde jetzt nicht die ganzen Schnürsenkel essen und wenn ich das jetzt darüber patsche, muss ich sie essen. Ne? Ich kneife mir hier einfach mal ein Stückchen ab vom Schnürsenkel. Ja. Es ist, ich merke jetzt nicht scharf, ich merke jetzt auch nicht gerade sauer. Aber es schmeckt komisch, Leute. Ganz ehrlich, es riecht komisch. Meine Haare machen heute, was sie wollen. Entschuldigung. Ja. Ja. Such das nachher mit Schatzi nochmal. Vielleicht mit der Soße, denn zu zweit würden wir es vielleicht mögen essen. Ja. Die anderen Haribo sind hier. Haribo Barbie. Ja, super. Sensationell. Und das ist... Milchshake. Läuft. Nein, Milchshake. Habe ich hier. Ja, wird versucht, wird gegessen. Nicht jetzt, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, für so kleine Mädchen ist doch das ein Traum. Ne, Haribo weiß schon auch, wie man sein Zeugs verkauft kriegt. Weiter geht es. Ah, da hat es nochmal so wie Chips, sehe ich jetzt gerade. Ja. Torquita. Torquita. Torquita, keine Ahnung. Torquita. Torquita ist der perfekte Snack für zwischendurch. Knabberei mit Zwiebelgeschmack. Achtung, Suchtgefahr. Ja, gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn so Onion und Creme Fraiche und weißt du gut was, das hat Suchtfaktor. Ich weiß, ich werde die mögen, das werden so kleine Bits sein zum Essen. Ich lasse die auch noch zu. Ja, 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 ja. Das nächste, da habe ich eben an Schatzi gedacht. Das ist eine spezielle Tetra-Verpackung. Kenne ich so nicht, das sind 200 Milliliter und zwar die von Boing Bebita de Pulpa de Mango. Fruchtiges Getränk für jede Tageszeit. Leckere Erfrischung mit Mango-Flavor. Gekühlt schmeckt es am besten. Wie gut hatte ich die Box im Kühlschrank? Ich habe mir nämlich angewöhnt, weil ja häufig Schokolade darin ist. Sobald ich sie aus dem Briefkasten rausnehme, kommt sie zuerst mal einen Tag in den Kühlschrank, denn sonst ist es ein Ding der Unmöglichkeit, es auszupacken und mit euch zu naschen und zu versuchen. Ja, Schatzi wird Freude haben. Schatzi-Getränk. Dann habe ich aber noch ein Getränk. Sangria. Bebita Carbon. Natata Sabor Sangria. Okay. Keine Ahnung. Köstlich süßer Durstlöscher ohne Alkohol. Das finde ich schön. Fruchtige Traube und Kirsche mit herbem Nachgeschmack. Tiefrote Sangria Soda. Und das versuchen wir jetzt. Komm, das versuche ich. Habt ihr es gesehen überhaupt? Das Licht ist irgendwie so, ja, na so lala. Aber ich nehme es jetzt, wie es ist. Und wir versuchen es.
Ohne Alkohol, Leute. Hm? Kriege ich jetzt nichts Spezielles, aber... Ja, es ist schon Sangria. Hat was von Sangria. Es ist zuerst süß und nachher bitter. Ich finde es nicht schlecht. Ich würde es nicht literweise trinken, aber ich finde es gut. Und es ist auch gar nicht so extrem süß, hat man das Gefühl. I like it. So, haben wir hier noch drei Produkte und ich denke, ich zeige mal das hier, so irgendwelche Kellogg's-Geschichten-Taler mit dem Löwe, ne? Kennen wir da? Sucrilos heißen die. Kellogg's hat nicht nur Cornflakes zu bieten, sondern auch super leckere Sandwich-Cookies mit Frosting-Creme. Ja, das klingt natürlich schon sehr, sehr lecker, ne? Aber ich sehe da noch andere, die mir fast noch mehr gefallen. Und jo, ich lasse die zu. Ich möchte etwas anders mit. Anders mit euch probieren noch. Das andere, das möchte ich jetzt nicht so probieren. Das sind irgendwelche Oreos. Selber bin ich nicht so der Riesen Oreo. Ich kann das nicht aussprechen. Oreo-Fan. Aber das sieht so aus, als wäre es mit Limone. Unser Lieblingskeks mal anders. Kakaokeks mit Lemon Pie Füllung. Perfekter Nachtisch in Cookie Form. Ja, ich werde es sicher essen und testen. Weil es klingt ja schon noch spannend. Ich habe nur eben selber diesen Keks eigentlich gar nicht so wahnsinnig gern. Ja. Aber bevor ich verhungere, esse ich den auch. Nein, was ich noch mit euch testen möchte, ist jetzt das letzte Produkt leider schon. Und zwar ist es die Prestigio. Saftige Schoko-Cookies mit leckeren Chunks und Kokosraspeln. Das versuchen wir jetzt mal. Nestle, übrigens wieder Nestle. Nestle ist einfach auf der ganzen Welt wirklich vertreten. Das ist... echt Wahnsinn, Leute. Oh, ja, das ist aber nett verpackt. Die sind nochmal separat verpackt. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So kann man sie gut mitnehmen in der Handtasche oder so. Nein, keine Ahnung. Einfach als Zwischenverpflegung. Und dann packe ich halt jetzt nochmal aus, ne? Oh, der hat schon etwas gekrümelt. Ich kann ihn euch nicht mehr ganz zeigen. So. Sieht das größere Stück noch aus, ne? Seht ihr das Fokuslicht? Und ich nehme mir aber jetzt ein kleines Stück mal im Mund. Das finde ich lecker. Ich nehme noch mal ein bisschen. Vom Geschmack her, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als Kind, als ich noch Skifahren war, mit den Eltern und so, gab es aber nur in den Skiregionen, haben wir den gekauft zumindest, ich weiß nicht, ob es nur den dort gab, einen speziellen Lippenpflegestift, der nach Kokosnuss geschmeckt hat. Und genau so schmeckt jetzt dieser Cookie. Also ich bin jetzt gerade am Skifahren. Und nicht in Guatemala, aber egal, macht nichts. So, das war die schöne vernaschte Weltbox, die mir wieder sehr gefallen hat. Okay, ein Rezept ist auch noch mit dabei, gefrorene Schokobananen, das klingt auch super lecker. Ja, das war die vernaschte Weltbox Guatemala, ich kann das fast nicht aussprechen, das Wort, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so unschön sage, ne? Das, was ich probiert habe, hat mir eigentlich alles so weit geschmeckt, außer diese komischen Schnürsenkel, wie auch immer. Und der Rest wird noch getestet. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Abonniert mich, macht, was ihr wollt. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und sage ganz, ganz einfach Tschüss.